Hallo und willkommen zurück zu N-Sisters mit mir, Selina. Und ja, wir haben ja hier viele spannende Momente. Vor allem sehen wir ja nichts wirklich. Also die Lichtblicke sind die Bereiche, die wir schon erkundet haben. Und wir wollen ja aber auch, dass das hier ein Lichtblick wird. Oh Mann, diese glatten Steine. Na komm, lass dich fallen. Das macht doch keinen Sinn. Ich würde halt gerne gucken, wo ich dann hier... Okay. Die sind auch schon alle müde. Okay. Okay, was haben wir hier oben? Noch mehr Nüsschen. Küsschen auf die Nüsschen. Da läuft die Schlangsche rum. Die will halt auch uns, ne? Aber so einfach kriegst du uns nicht. Oh, Eroberungszone erreicht. Zone rationalisiert. Also Eroberungszone erreichen. Ist wahrscheinlich irgendwo da oben. Müssen wir mal gucken. Ah, Mann, komm schon. Nee. Die sind halt auch schon, wie gesagt, fix und fertig. Fix und fertig sind sie. Ja. Du bist so müde. Wieso bist du so müde? Okay. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir jetzt erstmal nach oben auf den Baum gehen, eine Runde schlafen. Eine Runde schlafen. Wir haben tatsächlich jemanden dabei, der zwei Babys auf dem Rücken hat. Das ist so schrecklich. Okay, und dann springen wir am besten vom Baum einfach da oben runter. So, hinlegen. So wie hoffentlich ihr alle. Und ja, gute Nacht, Leute. So, ein paar Stündchen geschlafen. Ja, die brauchen auf jeden Fall mehr Schlaf. Gut zu wissen. So, wir müssen uns auch gleich da hinten dann umschauen. Oh, es ist gerade Tag. Und die schlafen tagsüber, das ist schlecht. Okay, es reicht. Es reicht jetzt. Kannst später noch schlafen, wenn du tot bist. Was schneller kommt, als du denkst. Unter meiner Führung. Okay, haben wir hier noch so Früchte, die... Nein, haben wir nicht. Okay. Da unten ist auf jeden Fall nochmal ein Versteck. Okay, ansonsten... Uiuiuiui. So. Die Rationalisierungszone. Okay, da ist die, glaube ich, die Schlange, ne? Ich höre dich. Okay, wir bringen uns das ein. Sehr schön. Und da ist die Rationalisierung. Ist halt komisch, dass das die Rationalisierungszone ist. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich komisch. Okay, das sind doch die Blätter, die wir sowieso kennen. Ne? Da kommt was. Drohnen. Bedrohung. Weiter bedrohen. Weitermachen. Nicht aufhören. Irgendwie hilft das nicht. Das hilft immer noch nicht, Leute. Okay, wisst ihr was? Müsst das mal alle aus der Hand schmeißen? Wir haben das falsch genommen. Hä? Achso, ich wechsle nur die ganze Zeit die Hand. Wow. Wir nehmen das hier. Wir nehmen ein Stückchen. Nee, die haben jetzt einfach alle... Ich meine, wir kennen mittlerweile das alles hier schon. Hier unsere Westentasche. Essen kann ich auch so riechen. Ne? Da war die Pisse Schlanke. Aber nee, das war... Das ist auch gut. Das ist gar nicht alles so böse, wie du das siehst. Oh Gott.
Auf jeden Fall wird das Bild immer klarer. So. Oh oh. Das hört sich echt nicht gut an. Ist halt einfach nur eine Sache der Erforschung, nicht? Früher oder später muss ich mir hier mal alles anschauen. Okay, die Schlange. Sie ist halt aber auch, glaube ich, weg, ne? Also weiter weg. Was haben wir da? Es ist halt schon wieder alles sehr, sehr dunkel geworden. Das ist schlimm. Das ist schlimm, wenn alles dunkel wird. Oh Mann. Wie war das denn nochmal? Das war doch. Ich hab das doch rationalisiert. Wenn ich in das Licht gehe, dann ist das doch weg. Das ist komisch. Da! Da ist das Licht, ne? Das ist das richtige Licht. Hä? Okay. Die Angst überwinden. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dank. Es hat ja lange genug gedauert. So, Leute. Einige von euch, die haben immer noch Müll in der Hand. Zur Nachahmung auffordern. Okay, lasst mal den Gegenstand fallen, den ihr habt. Habt ihr? Okay. Hier. Nehmt euch einen Stock. Ach Gott. Gut. Ich werde Stöcke verteilen, okay? Gegenstände tauschen. Wow. Ziemlich falsche Taste, kein Dreck. Du bist immer noch müde. Ja, ich glaube, die haben auch so ein bisschen Durst und alles. Also wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen... Ah, na, Sumpfgebiet, Wasser. Lass mal überlegen. Komm, wir essen diese schönen, leckeren, saftigen Beeren. Aber wir hatten da hinten, hatten wir ja Kokosnüsse. Oh, 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 oh. Schnell. Los. Alle gemeinsam. Nochmal. Genau so, Leute. Genau so, so, weil, so will ich das haben. Dass wir alle schön im Chor singen. Und eins, und zwei, und eins, und zwei, und... Entschuldigung. So. ja, das mit den Kokosnüssen ist das Problem, dass wenn ich die jetzt hole, ich ja nur eine holen kann. So, da vorne, das will ich entdecken. Entdecken. Okay. Ist hier was? Sieht nicht so aus, okay. Ja, wir müssen immer ein bisschen vorsichtig vorangehen. Oh, da hängt was Leckeres von der Baum. Von der Baum hängt was. Na, bist du nahrhaft? Okay. Cool, inspizieren. Riech mal dran. Also, nee, das war's. Das war ein anderes Tier. Okay, Leute. Und jetzt möchte ich euch inspizieren. Warte. Habe ich beides jetzt fallen lassen? Nee, nur den Stock. Okay. Zur Nachahmung. So. Bitte schaut zu. Zack. Okay. Wow. Wow. Ich bin so schlecht, Leute. Ich bin so schlecht, ne? Oh Gott. Aber die werden es doch sowieso zu essen holen, oder nicht? Nein, tun sie nicht mehr. Oh Gott. Oh gut, 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 gut. So, okay dann. Nochmal. Oh Gott. Leute, wir müssen ihn bedrohen. Oh Mann. Los.
immer das Gleiche mit denen, ne? Jetzt kann ich die nicht mal zum Nachahmen. Doch, jetzt nachahmen. Und dann essen. Nö, tun sie nicht. Okay, egal. Wie der einfach isst und lootet. Okay. Wenn's das Hauptsache ist, geht dir gut, nicht? Da vorne ist zum Beispiel ein Kapoka-Baum. Gleich vor uns. Es ist nicht weit. So, da ist auch nochmal Essen. Was haben wir hier? Liegen da. Ach nee, unter uns ist anscheinend auch nochmal ein Gebiet. Krass. Okay. Ja, okay, wir müssen sowieso hoch auf den Baum. Und ich würde sagen, wir schlafen dann auch nochmal. Aber weil wir wird. Der wurde gebissen. Na, da habe ich ja gar nicht kommen sehen. Na ja, gut, ich habe auch gar nicht drauf geachtet, weil ich halt einfach am Bluten bin, wie so ein falsches Tier. Nein. Oh Gott, schon wieder. Was ist jetzt hier? Wo tut's denn schon wieder? Okay. Das ist, glaube ich, sogar nochmal ein Loch zum Reinpieksen. Das klingt. Also ich sag's mal so, es klingt halt immer noch falsch, es wird nicht besser. So. Okay. Wechseln. Nehmen. Einschmieren. Ach, Leute. Ich bin auch die Einzige, die erwischt wurde. Der andere ist ein bisschen vergiftet. Das ist nicht schlimm, solange ich nicht den benutzen muss, wisst ihr? Mit dem halt laufen muss und so. Ist alles gut. Ist alles gut. Ich könnte hier oben tatsächlich mein neues Lager aufschlagen. Wisst ihr, was ich meine? Aber irgendwie habe ich da auch keinen Bock drauf. Alles gut. Okay. So. Oh, da oben ist was. Was ist da oben? Ha? Was bist du? Noch eine Natter. Sehr schön. Zeigen die alle, dass die Hunger haben? Ja, was habt ihr die Früchte nicht gegessen? Das ist auch. Sieht auch irgendwie neu aus, ne? Wie, du bist schon wieder müde. Bin ich nah genug, um es zu erschrecken? Macht Stimmung. Stimmung machen, richtig Stimmung machen. Los. Alle zusammen. Alle zusammen. Dein Ernst? Wieso geht die nicht weg? Okay, so. Okay, wir nehmen diese Frucht. Mal gucken. Und? Ist essbar. Sag es uns. Großes Affenorakel. Yep, Nahrung. Eine Dattel. Lecker Dattel. So, also bitte, macht mir nach, Leute. Okay. Essen. Ich war euer erstes Versuchsobjekt, ja. Okay, das war eine unreife Frucht. Das war, was passiert hier?
Leute, da sind mehrere Nattern. Wir sollten vielleicht aufpassen. Oh Gott. Okay, ich bin da, oder ich bin einfach so auf gegorenen Früchten. Ja, so wurde übrigens der Alkohol erfunden, Leute. Ah, ihr wisst nicht, was Alkohol ist? Ich mal euch ein Bild. So. Kann ich nicht auch irgendwie den Baum schütteln? Da, da, so, schütteln. Schüttel das Bäumchen, schüttel das Bäumchen, schüttel das Bäumchen, schüttel das Bäumchen. Okay, Leute. So, jetzt haben wir eine Kokosnuss. Ah, ob ich die dazu bewegen kann, nachzuahmen? Ich glaube, das hilft schon fast nicht. Kann ich mich eigentlich hier hinlegen? Nee, weil der scheint ja auch nicht so ganz... Okay. Scheint nicht so ganz da zu sein. Nicht? Wechseln? Nein, ich will die Kokosnuss nehmen. So. Zur Nachahmung nachmachen, okay? Also, passt auf. Ich wechsle die Hand. Dann nehme ich die Kokosnuss und den Stein. Und zack. Und zack. Und zack. Und vergesst nicht, bei wem ihr es zuerst gesehen habt. Richtig. Okay, nice. Seht ihr? Schon? Habt ihr Kokosnuss. Dann könnt ihr den hier machen. Ja. Oh ja. Genau so. Ihr seht es ganz genau. Ach, Leute. Ich kann halt nichts machen, ne? Moment, Moment. Die ist ja eigentlich leer getrunken. Mal gucken, ob ich das Spiel trollen kann. Die ist eigentlich leer getrunken. So, du hast so nach Trinken gegeiert, ne? Hier. Hier. Also, ups. Kannst du da was trinken? Nee. Kann er nicht. Kann er nicht. Ah, verdammter Mist. Das Problem ist, im Sumpf können wir nichts trinken gehen. Das geht einfach nicht. Okay. Das eine ist eine größere Schlange. Okay, da ist noch was. Da. Nein, 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 nein. Weg hier. Na komm. Dass die überhaupt so nah gekommen ist. Okay, Leute, wir müssen mal ein bisschen hoch. Kennst du wieder nicht, oder was? Also wenn ich jetzt wieder nach oben gehe, dann kenne ich wieder nichts. Oder was? Nein! Ich muss halt mal langsam mir einen sicheren Schlafplatz finden. Oh, es wäre halt klüger gewesen, wenn ich mit dem kompletten Dings umgezogen wäre, ne? Wenn ich einfach alle mitgenommen hätte. Und wir mit allen hergekommen wären. Weil ich glaube tatsächlich, dass das hier sieht relativ friedlich aus. Und wenn ich das alles weiter entdecken möchte, dann werde ich wohl oder übel nicht drum herum kommen, mein komplettes Team mal mitzunehmen. Aber hier oben habe ich zum Beispiel jetzt auch nichts, womit ich mir einen Schlafplatz bauen könnte. Müsste ich jedes Mal von unten was hochschleppen. Verdammter Mist. Ja, du bist schon fertig, ich weiß. Der ist halt echt so müde. Oder sie. Aber ich kann sie halt nicht einfach hier irgendwo hinlegen. Und hier ist schon wieder ein neuer Bereich. Da sind sie halt, ne? Leichter verfallen für die Hysterie. Oh Gott. Sind wir schon bei Hysterie? Nee, sind wir noch nicht.
Okay, wir müssen rüber auf ein Bäumchen. Gucken, vielleicht hier bei der. Oh Gott, da ist eine riesige Schlange. Haha, die ganze Affenfamilie steht da unten. Leute? Ich will nicht sagen, aber da ist ein. Sollte vielleicht hier weg. Weil vielleicht die ein oder andere Würgeschlange hier ist. Hast du uns entdeckt? Nicht, dass ich den einen oder anderen von euch erwischt. Ist ja halt schlecht. Muss mal freundlich auszudrücken. Na, okay. Drohnen. Macht alle mit. Und nochmal. Wer drohen? Wir müssen wissen, dass wir es ernst meinen. Da ist er. Na, da läuft sie gerade weg. Gemeinsam sind wir stark, Leute. Gemeinsam sind wir stark. Merkt euch das. Okay, ich werde jetzt mir jetzt einfach hier irgendwo auf dem Ast legen. Ein kleines Nickerchen hoffentlich machen können. Na komm, na komm. Ach komm. Ja, okay. Oh Gott. Nein, du kannst dich nicht hinlegen. Wieso kannst du dich... Oh, willst du mir sagen, dass der Baum nicht dick genug ist? Oder? Doch, 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 jetzt geht's. Okay, gut. Gott, 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 hatte ich Angst. Mir schon so ein bisschen Sorgen. Besonders weil sie halt jetzt schon ewig nichts mehr getrunken haben. Also die anderen, mir geht das gut. Okay, was haben wir hier? Oh, Oase. Sumpf. Träumst du von so viel, ja? Oh, das erkenne ich nicht mal. Perfekt. Oh, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, weil jetzt kommt gleich. Wir sind müde. Nee, wir wollen Wasser. Okay, ganz ehrlich, das hält sich sogar eigentlich noch in Grenzen. Ich hätte es schlechter erwartet. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das ist da unten. Stöckchen. Wir haben auch noch nicht rausgefunden, wofür das Stöckchen noch gut ist. Also, dass wir die Blätter pflücken können. Ist noch irgendjemand unten? Leute. Wurde irgendjemand zurückgelassen? Also das Schlimmste ist ja jetzt eigentlich, dass ich von hier weggehe. Also immer weiter von meinem Zuhause weggehe. Das war das Schlimmste. Und das wiederum heißt, dass ich halt immer noch einen längeren Weg nach Hause habe. Außer ich bekomme Hysterie und bin dann schneller zu Hause. Reib dich ein. Bist du sicher gegen Bisse? So, da hinten kommt jetzt wieder ein Gebiet, das wir nicht kennen. Wobei, ja, ich weiß halt nicht, wo er das Fragezeichen ist, aber ich hätte das Gefühl, dass das Fragezeichen mehr hier war. Okay. Leute. Oh Gott. Oh Gott. Da ist meine Familie. Lauft. Ist eine Kokosnuss, ne? Ich bin mal überlegen, ob ich vielleicht einfach ein paar Kokosnüsse knacke und die an die Familie verteile. Wäre ja mal zwingend notwendig. Ist die Schlange hinter uns her? Oh Gott, gut, Leute, so nicht. Oh Gott, habe ich schon wieder was getan gehört? Geht es allen gut? Da vorne ist schon wieder was. Eine Schlange. Hier ein Wildschwein. Die sind halt alle am Verdursten. Aber wir können nicht zum Sumpf trinken. Wisst ihr, was ich meine? Das funktioniert einfach nicht. Das geht doch nicht. Okay. Also wir sehen ja an diesem kleinen Strich oder an dem Kreis da unten. Da sehen wir immer, dass wir dort die Orientierung halten. Behalten. Das heißt, mit den verschiedensten Sinnen können wir das Gebiet hier erforschen. Zack. Okay. Das Wildschwein. Das will zu uns. Bedroht das. Ja, lauf weg. Pöses Schwein. Pöses. Ich habe dem nicht mal was getan, ne? Und das war so zu mir.
Okay, langsam bekomme ich den Punkt raus, ne? Durch diese Striche, die hier überall sind. So, wir riechen weiter. So, das riecht nach Essen. Das riecht nach Essen. Ist alles gar nicht so gefährlich, siehst du? Alles gut. Okay. Ich habe die Umgebung rationalisiert. Jetzt muss ich zum Punkt. Der geht da lang. Der Punkt geht da lang. Sieht das? Die fliegen nämlich alle dahin, die Striche. Wir sollten aber trotzdem Vorsicht walten lassen. Okay. Oh nein. Er kommt. Attacke. Los. Bedroht ihn doch. Wir sind doch stärker. Bedroht ihn, Leute. Los. Los, bedroht ihn. Ach, Leute. Ach, Scheiße. Also, wenn ich oben am Baum sitze, kann ich die dann bedrohen. Na los, bedroht ihn. Jetzt ist er weg. Ah, jetzt können wir zu dem Ding hin. Na komm, nimm den Stock. Dann nicht. Okay, was haben wir hier noch? Okay, sehr schön. Sehr schön. Du hast dein Revier vergrößert. Ich hoffe, es ist außer. Wir sind halt einfach fast alle von dem angefressen worden, ne? Wisst ihr was? Wir gehen jetzt zurück. Weil. Dann ist langsam nicht mehr schön. Vielleicht gehen wir das nächste Mal mit der kompletten Familie. Aber die Raute ist halt schon so groß, dass ich schon gerne das jetzt entdecken würde. Okay. Ja, die sind verletzt, ihnen ist kalt. War nicht so. Lasst uns weitergehen, wir sind fast da. Schlimme ist auch dadurch, dass wir bluten, darf man halt eins nicht vergessen, der riecht uns besser. Und vor allem riechen wir ja immer köstlicher für ihn. Ja, es wäre halt sehr suboptimal. Ach komm, der müsste doch hier irgendwo jetzt langsam mal... Nee. Wow, immer noch nicht. Aber es wird immer größer, Leute. Wir sind gleich da. Ja. Ein eingeprägter, das war wahrscheinlich die Schlange. Huch. Noch komm schon. Okay, essen, Leute. Ja. Wenigstens gegen die Kälte. Okay. Okay, wir haben, glaube ich, den Ort erreicht, Leute. Wir haben ihn. Wir haben den Ort gefunden. Entdecken. Nice. Yay. Sehenswürdigkeit entdeckt. De Dschungel. Kaskadenoase. Okay, also soviel ich verstehe. Ah, das sieht auch nicht schlecht aus, ne? Moment mal. Wisst ihr, wie das aussieht? Also jetzt wirklich. Das sieht so aus. Jetzt wirklich. Ach nee, wir dachten schon, du belügst uns. Das sieht tatsächlich so aus, wie der Ort, an dem ich nach der Ovulation... Ovulation. Nach der Ovulation gelandet bin. Nach der Evolution. Wow. Ich glaube, das war noch nicht reif. Schmeiß das mal wieder weg.
Das da hinten sieht aus wie Spinnen. Und bitte lass es keine Spinnen sein. Och, bitte alles, nur keine Spinnen. Warum Spinnen? Warum? Warum? Einfach warum? Leute, wir haben Wasser, wir können trinken. Oh Gott, bitte nicht. Also ich werde es auf jeden Fall gleich ausprobieren. Und ich hoffe tatsächlich, dass es einfach keine Spinnen sind. Wie die halt einfach mal durch die Zeugchen tragen. Doch, es sind Spinnen. Oh, ist das? Nahrung entdeckt. Gefangenes Insekt. Naja, ist mal. Schmeckt's? Also, ich will dir ja nicht zu nahe treten. Aber, wenn du mal drüber nachdenkst, wie groß die Spinne sein muss, die das riesige Insekt eingesponnen hat. Das einfach so groß ist wie deine Hand. Ja, ich muss los. Okay. Okay. So, ich guck mal hier oben. Also ich meine ganz ehrlich, das ist eine schöne, hübsche Stelle. Hier hätten wir auch alles. Spinneneier zum Beispiel. Ich gucke mal hier rüber. Ja, ich muss halt immer noch gucken. Ich muss gleich mal gucken, dass ich vielleicht mal ein paar Kapoka heißen, glaube ich, ne? Zwar 150.000 Stück davon schon gesehen, den Namen davon gelesen, aber irgendwie, ne? So. Da hinten sind welche. Da auf dem Baum, okay. Ja. Oh Gott. Dem seine Lebenszeit wird halt immer weniger durch das Blut. Naja, mehr wird es wohl eher weniger. Aber hier ist, glaube ich, eine gute Stelle zum Siedeln, oder? Ich glaube, das ist auch so gewollt, dass ich mich dann hier ansiedle. Ich würde tatsächlich nur einen zurückschicken, damit er den Rest holt. So, ich hoffe, ich kann ihnen das beibringen, dass die das so genauso machen wie ich jetzt. So, Leute. Passt auf. Okay? Passt alle auf. Ihr nehmt das Ding und schmiert euch damit ein. Habt ihr verstanden? So, und jetzt alle. Okay, gut, das hat nicht funktioniert. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal ein Bett bauen. Weil, ja, tatsächlich würde ich sagen, wir bleiben hier. So. Aufstehen, um dein Bett zu bauen. Da hinten, seht ihr das? Seht ihr das hier? Die haben hier sogar schon diese Pflanzendinger hingelegt. Nur um zu sagen, hier, ja, hier kannst du bleiben. Okay, Leute. Also, ich werde jetzt hier ein paar Betten hinbauen. Und ja, was soll ich sagen? Ich werde hier ein paar Betten hinbauen. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Wer von euch hatte noch die Pflanzen dabei? Du. Komm her. Weil das ist ein schöner Platz. Wir können jetzt auch schon das erste Bett bauen. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.